Entschuldigen Sie, Herr Ober, mein Kaffee ist kalt. Ja, also wenn Sie was Warmes wollen, dann müssen Sie ein Bier bestellen. Nach alter Büttenredetradition werde ich sprechen heute mit Hohn. Dazu auch kräftige Reimen, denn nur so kann man bei Kölnern schleimen. Die Kölner sind sehr eigene Leute, stellen gern Regeln auf, damals wie heute. Denn eines ist ihnen wahrlich heilig. Möglichst viel Bier saufen, und zwar eilig. Wen ich jetzt noch nicht abgeschreckt, der wird erfahren, was ich so alles aufgedeckt. Ihr haltet euch besser gleich bereit und bleibt dran, denn es ist Bierzeit. Ich glaube, das tat mir mehr weh als euch. Kaum ein Bier in Deutschland ist so verehrt und angespielt wie das Kölsch. Die meisten Kölner lieben ihr Bier. Natürlich nicht alle, das sei mal dahingestellt. Aber insgesamt erfreut es sich dort doch großer Beliebtheit. In einigen Teilen von Deutschland hört man wahrscheinlich auch so Sprüche wie: Kölsch ist der geglückte Versuch, ein Wasser zu verdünnen. Ja. Oder eben auch so Sachen wie: aus dem Reagenzglas kann man noch nicht trinken. Das nennt man übrigens eine Stange. Ich war jedenfalls letztens in Köln und habe mir einiges mitgebracht und mich mal ein bisschen durch die Bierauswahl dort getrunken und denke, es gibt einige Sachen, die wir hier jetzt mal klären können. Also schauen wir uns das Ganze genauer an und wir fangen ganz einfach bei der Frage an: Was ist eigentlich Kölsch? Neben der Bezeichnung für den Kölner Dialekt, den ich schon erfolgreich in meinem zweiten Satz komplett in den Schmutz gezogen habe, ist es außerdem die Bezeichnung für einen Bierstil. Es gibt genau zwei Dinge, die erfüllt sein müssen, damit ein Kölsch sein kann. Erstens mal der Inhalt. Das Bier muss nach dem deutschen Reinheitsgebot gebraut sein. Das heißt, es darf nur aus Wasser, Gerstenmalz, manchmal auch noch Weizenmalz, Hopfen und Hefe hergestellt werden. Letztendlich ist wichtig, dass dabei ein helles, hopfiges, filtriertes Vollbier rauskommt und bei dem Prozess wird obergärige Hefe verwendet. Zweitens die Herkunft. Kölsch darf nur Kölsch heißen, wenn es in Köln oder der nahen Umgebung gebraut wurde. Das liegt daran, dass es dem Gebietsschutz unterliegt, was zum Beispiel auch so Dinge wie Champagner betrifft. Wie die Kölner genau zu ihrem Kölsch kamen und warum ihnen das alles so wichtig ist, versuche ich jetzt mal kurz für euch zusammenzufassen. Erstmal muss, denke ich, gesagt werden, dass Köln eine sehr alte Stadt ist. Und wo Menschen waren, da wurde auch eigentlich schon immer Bier getrunken. Im Mittelalter war es dann soweit, dass sich Zünfte gebildet haben, so zum Beispiel auch in Köln. Die Zunft der Bierbrauer in Köln regelte nicht nur, wie viele Brauer in der Stadt sein durften, sondern auch, was ins Bier reingegeben werden durfte. Diese Regeln waren jedoch je nach Ernten oder Lagen in Hungersnöten und so weiter recht flexibel und wurden regelmäßig angepasst. Zu der Zeit war es verbreiteter, mit obergäriger Hefe zu brauen, weil die etwas einfacher zu handhaben war. Weil die Kölner allerdings durstiger waren, als es ihnen die Zunft der Brauer zugestanden hat, gab es neben den offiziellen Brauern auch noch immer mal illegale Hausbrauereien, die ihr Bier in der Stadt zwar nicht verkaufen durften, es jedoch einfach vor den Toren der Stadt oder auf dem Rhein ausgeschenkt haben. Diese Leute hat man Heckenzepper genannt. Zum Glück mussten die Kölner nicht zu lange auf dem Trockenen sitzen, denn als die Stadt nach der Französischen Revolution von den Franzosen besetzt wurde, hoben diese sämtliche Zünfte auf und es gab keine Reglementierung mehr für eine Gesamtzahl an Brauereien. Yay! Daraufhin wuchs die Zahl der Brauereien sehr stark an. Das änderte sich jedoch nach geraumer Zeit wieder, denn die Industrialisierung brachte die Dampfmaschinen und Kühlsysteme in die Brauereien. Zumindest diejenigen, die sich das leisten konnten, konnten sich recht schnell zu Großbrauereien entwickeln. Damit waren sie dann in der Lage, Biere wie zum Beispiel Pils, Export oder Helles, die allesamt untergärige Biere sind, auch weiter weg zu exportieren, denn Biere, die mit untergäriger Hefe gebraut sind, halten sich ein wenig länger. Diese, zumindest für die Kölner, neuen entdeckten Biersorten verdrängten ein wenig die alten Biersorten, wie zum Beispiel das Wies. Das ist übrigens ein Vorgänger vom Kölsch. Solche Biere wurden meistens dann nur noch von den kleinen Hausbrauereien hergestellt, die mit den großen Brauereien in der Produktionsmenge nicht mithalten konnten. Letztendlich wurden sie dadurch ein wenig verdrängt. 1906 besann sich allerdings die Sünnerbrauerei, ein Bier nach alter Tradition zu brauen und es Kölsch zu nennen. Im Zweiten Weltkrieg wurde Köln zu Großteilen zerstört und auch die Brauereien wurden dabei stark ausgedünnt. Jedoch bauten sich einige Brauereien wieder auf und unter anderem die Brauerei Sion schaffte es, die Rohstoffe zu importieren
und wieder ein Kölsch herzustellen, wie sie es dann auch nannten. Das Kölsch von damals soll auch noch recht anders geschmeckt haben. Natürlich war es auch ein obergäriges Bier, allerdings soll es etwas dunkler gewesen sein, herber geschmeckt haben und filtriert war es damals natürlich auch noch nicht. Das Bier wurde in Köln äußerst beliebt und 1963 entschied das Landgericht Köln, dass Kölsch nicht nur ein Bierstil, sondern auch eine Gebietsbezeichnung darstellt. Seit 1986 gibt es die Kölsch-Konvention, die von den Kölner Brauern, die sich zusammengeschlossen haben, verfasst wurde. Diese beschreibt, wie ein Kölsch gebraut sein muss und wo es herkommen darf. Und 1996 wurde der Gebietsschutz dann vom Bundeskartellamt anerkannt. Das heißt im Endeffekt, jeder darf ein Kölsch brauen, wenn er das möchte. Wenn ihr das allerdings abfüllen und verkaufen möchtet und keine Kölner seid, dann dürft ihr es unter dem Namen auch einfach nicht verkaufen. Und Obacht, denn die Kölner schlafen nicht. Denn der Kölner Brauereiverband ist gerade dabei, Sölsch zu verklagen. Ein ebenfalls obergäriges Bier aus Söden im Ötztal in Österreich. Sie sind immerhin schon so weit gekommen, dass es in Nordrhein-Westfalen verboten ist. Also wir werden sehen, wie sich das noch weiterentwickelt. Dabei wollen wir es jetzt mal belassen mit Hintergrundinformationen zum Kölsch und wir kommen jetzt mal zu meinem persönlichen Geschmackserlebnis damit. Haha! Also werde ich es mir jetzt einschenken und verkosten. Die beiden Biere, die ich euch mitgebracht habe, sind natürlich, wer hätte es gedacht, beides Kölsch und beide natürlich aus Köln, sonst dürften sie auch gar nicht so heißen. Haben beide 4,8%. Das eine nennt sich Mühlenkölsch und wird von der Brauerei zur Malzmühle Schwarz GmbH gebraut. Das andere nennt sich Sesterkölsch und wird von der Sester Brauerei GmbH gebraut. Yeah, baby. Sagen, ich kann jetzt so nicht wirklich einen nennenswerten Unterschied erkennen. Also alles wunderbar, würde ich sagen. Das Mühlenkölsch hat ein klein wenig Schaumkrone noch mehr, aber es wurde ja auch ein Hauch später erst eingeschenkt. Gut, also, ich würde sagen, ich lege jetzt einfach mal los. Es ist dieses Mal absolut egal, womit ich anfange. Also schnappe ich mir mal das Mühlenkölsch und fange mal mit dem Geruch an. Es riecht recht süß. Es hat aber auch irgendeine Note, die mir einfach sofort gerade in die Nase gestiegen ist. Aber die muss ich kurz überlegen, wie ich das nenne. Es hat ein bisschen was Blumiges, finde ich. Also süßlich, blumig, ich bleib dabei und ich probiere mal meinen ersten Schluck. Prost! Es schmeckt auch blumig, finde ich. Ja, Honig, würde ich sagen, schmecke ich raus. Definitiv. Ich finde es aber zum Beispiel, eins der klassischen Vorurteile ist, dass Kölsch nach nichts schmeckt. Kann ich jetzt hier überhaupt nicht bestätigen. Ich finde das relativ vollmundig insgesamt. Also es hat ja viel Körper eigentlich, so würde ich es bezeichnen. Ganz interessant eigentlich. Und ich finde, es hat so einen ganz leichten Geschmacksunterton, den ich hefig nennen würde. Das ist was, das habe ich bei meinen persönlichen Kölsch-Experimenten öfter mal festgestellt, dass da dieser Ton drin ist. Ja. Ich nenne ihn Hefe. Okay, ganz netter erster Eindruck. Machen wir also mit dem Sester weiter und ich fange wieder mit dem Geruch an. Entschuldigung. Aber ich habe gerade gedacht, ich rieche nichts. Es riecht echt viel weniger als das Mühlenkölsch, würde ich sagen. Also wenn ich irgendwas überhaupt rieche, dann würde ich sagen, ist so ein bisschen Honig drin. Aber... Ich muss mal ein bisschen was staunen lassen. Es ist natürlich in den anderen Gläsern etwas geschickter als hier in der Stange. Da fliegt es ja gleich. Nee, ich finde es riecht nicht nach viel. Egal, dann trinke ich es einfach. Prost! Also ich finde es recht sprudelig. Das muss ich sagen. Es schmeckt aber nach deutlich weniger. Also dieses Hefige, finde ich, hat es auch wieder. Es ist etwas bitterer, auch würde ich sagen. Aber
Ich finde, es schmeckt nach weniger als das andere. Also es ist schon spritzig und frisch beim ersten Eindruck. Ich muss gerade echt wieder kämpfen. Naja, soweit mal mein erster Eindruck. Ich werde mich jetzt damit brav beschäftigen und sie zügig runtertrinken, wie sie es gehört. Und dann melde ich mich gleich nochmal bei euch. Ja, und da ich heute leider meinen eigenen Kürbis mimen muss, werde ich mir natürlich jetzt auch direkt nachschenken, wie es sich gehört. Der Kürbis ist in Köln der Kellner, der einem das Bier bringt. Und ihr habt vielleicht schon das auch irgendwann mal gehört. Solange kein Bierdeckel auf dem Bierglas liegt, wird nachgeschenkt. Ich war tatsächlich in Köln in einer Brauerei, keine von diesen hier jetzt. Und ich habe auch in Erinnerung, dass die Gläser selten leer waren, die wir da hatten. Also die machen ihren Job ganz gut. Traditionell sollen die auch blau tragen. Ja gut, ich bin ja auch keiner. Und servieren ihre Biere mit dem Kranz. Das habt ihr vielleicht mal gesehen. Das sind so Tragedinger, wo man dann außen ganz viele Bierchen in zwei Ebenen reinstellen kann. Und die können recht viele Biere damit servieren. Das einzig Empörende ist, finde ich wirklich, dass diese Gläser hier 0,2 Liter fassen. Ist in Ordnung, es geht tatsächlich darum, dass sie möglichst nicht schal werden, weil man das schnell und zügig trinken soll. Allerdings ist es für diese 0,5er Flasche eine absolute Katastrophe. Ihr habt dann einfach 2,5. Es gibt noch ein weiteres Glas, ein kleineres Glas natürlich, was habt ihr erwartet? Es hat nur 0,1, das nennt man Stößje. Stößje? Stößje? Keine Ahnung. Und ja, das ist halt noch kleiner. Das heißt, wenn man jetzt ein 0,2er-Glas und ein 0,1er-Glas hätte, dann könnte man wunderbar so eine Flasche aufteilen, aber hat man halt nicht unbedingt zu Hause und es ist eine sehr traurige Sache. Nicht mal ein 0,33-Bier funktioniert damit. Naja, egal. Ich mach weiter. Also ich finde jetzt, ich habe das Gefühl, es könnte ein Ticken zu kalt sein. Bei mir ist es jetzt aus dem Kühlschrank raus. Normalerweise passt es für Bier. Allerdings habe ich das Gefühl, dass ich zu wenig schmeckt zum Teil. Aber ich würde schon sagen, also das Mühlenkölsch finde ich jetzt etwas säuerlicher insgesamt, aber auch malziger und insgesamt finde ich den Geschmack intensiver als beim Sester. Beim Sester habe ich noch so eine ganz leichte metallische Note rausgeschmeckt worden, hatte ich das Gefühl. Allerdings etwas hopfiger, wenn man so will, aber auch ja, schwächer eben. Wenn das stärker ist, muss das schwächer sein. Also ich meine, aber schlecht ist es jetzt auch nicht. Also wenn man sich einfach eins nach dem anderen hinter die Binde gießt, dann funktioniert das schon. Ich würde das jetzt nicht von der Bettkante stoßen. Im Geruch finde ich dieses, es hat so was ganz leicht von Chlor, würde ich es beschreiben. Ein bisschen so dieser Kohlen, dieses Kohlensäure-Aroma, ja, aber auch deutlich Honig, ja. Ich muss gestehen, das mit dem Kölsch war für mich jetzt nicht einfach. Sind wir mal ehrlich, ich bin ja jetzt keine professionelle Bierverkosterin, ich bin ein Bierkonsument. Damit habe ich natürlich eine valide Meinung, aber kann mich natürlich auch auf Erfahrung stützen soweit. Was ich zum Beispiel weiß, ist, dass beim Bierverkosten, beim Whiskyverkosten zum Beispiel auch, beim Weinverkosten, nimmt man die Flüssigkeit in den Mund, bewegt sie ein wenig, reichert sie dabei quasi mit Sauerstoff an, um möglichst alle Geschmacksnuancen davon zu erfassen. Beim Kölsch, wie bei jedem anderen Getränk, ist es auch, dass es tatsächlich dann vollkommen anders schmeckt, als wenn ihr es euch einfach hinten in die Kimme gießt. Das ist tatsächlich meines Erachtens nach keine gute Sache für Kölsch, wenn man das so ausführlich verkostet. Weil dann kommen Geschmacksnoten raus, die mir persönlich nicht so sehr zusagen. Also ich schmecke bei beiden da recht säuerliche Noten raus, die mir nicht so gut gefallen. Und wenn man aber das wie der Kölner macht und sich das ordentlich mal reingießt, zack, zack, dann schmeckt das tatsächlich ganz gut. Blöde Sache. Deswegen, eigentlich müsste ich denen fast 2 Bewertungen geben für so wie Kölsch gedacht ist zu trinken, nämlich zack, zack und naja, so wie ich zum Beispiel ganz gerne mein Bier trinke, etwas mehr Genuss und vielleicht mal alle Geschmäcker rausschmecken, die so drin stecken. Von daher werde ich mich trotzdem für eine der Bewertungsmethoden entscheiden, nämlich die, wie ich mein Bier ganz gerne trinke. Und ja, kommen wir einfach nochmal zur Geschmackszusammenfassung. Ja, so im Geruch hat sich für mich nichts geändert, da riecht man Honig raus. Wenn man es vollumfänglich probiert, kommen auch diese metallischen Töne, finde ich, stärker raus. Und es ist durchaus ein sehr anderes Geschmackserlebnis. Hier schmecke ich zum Beispiel auch eindeutig Malz mit raus. Also es schmeckt wesentlich süßer. Und wenn man es aber so trinkt, wie es gedacht ist, ja, dann schmeckt es eigentlich hauptsächlich bitter. Und eigentlich ganz in Ordnung. Im Sester würde ich beim Hopfen 3 von 5 geben und beim Malz 1 von 5. Also ich finde, das Bier schmeckt eigentlich insgesamt ganz in Ordnung. Allerdings stört mich diese metallische Note doch etwas zu sehr, weshalb ich statt 6 Fläschchen leider nur 5 geben würde. Man kann es aber trotzdem trinken. Das heißt, es ist eigentlich ein durchschnittliches Bier. Also, Prost. Oh, halt.
bevor noch einer ankommt und es nochmal auffüllt. Machen wir jetzt weiter mit dem Mühlenkölsch. Wieder gleiches Verfahren, wir wollen fair bleiben. Das vollumfängliche Verkosten, um alle Geschmacksnoten rauszuschmecken. Affiges Kopfschütteln gehört natürlich zu. Und da finde ich, schmeckt es doch recht sauer. Also, man hat schon auch süßliche Komponenten drin. Es ist noch sehr spritzig. Eine feine Hopfenherbe schmecke ich ja auch noch raus. Und dann noch, wie es gedacht ist zu trinken. Boah, ist ganz nett eigentlich, ne? Diese Geschmacksnote, die ich ja als hefig bezeichnet habe, finde ich, kommt auch etwas stärker raus, wenn man das so schnell trinkt. Ich würde dem auf jeden Fall für den Hopfen 2 von 5 geben. Man schmeckt es schon eindeutig raus, aber es ist jetzt nicht zu stark. In der Malznote würde ich auch sagen, es sind eher 2 von 5. Es ist ja auch nicht super intensiv. Diese Geschmacksnoten, die man da drin eher hat, sind eigene Natur. Muss man vielleicht auch mal probiert haben einfach. Insgesamt finde ich jedenfalls, dass es schon okayes Bier ist, würde ich, denke ich, auch in Köln durchaus trinken. Von daher würde ich dem Mühlenkölsch einfach mal 6 von 10 Fläschchen geben. Oh ja, da sind wir auch schon wieder am Ende angekommen und ich genehmige noch meinen letzten Schluck Kölsch. Also letztendlich, ob man das jetzt mag oder nicht, ist es ja doch eine relativ interessante Sache, dass eine Stadt es geschafft hat, einen persönlichen Bierstil zu entwickeln und auch bis heute zu behalten. Von daher würde ich sagen, Kölner, feiert euer Kölsch, genießt es. Wenn ich da bin, werde ich es auch genießen. Ein bisschen schneller vielleicht, damit es mir auch wirklich schmeckt. Aber so ist es ja auch letztendlich gedacht. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen und habt vielleicht sogar mitgetrunken, wenn ihr irgendwie an die Biere kommen konntet. Wenn ihr euch dafür interessiert, was ich in Zukunft trinken werde, das zeige ich euch auf Instagram unter bierzeit.official. Mich interessiert durchaus, wie euch die Biere geschmeckt haben, also lasst mir gerne Kommentare da, wenn ihr diese Biere schon getrunken habt. Ja, ansonsten kann ich nur noch sagen, abonniert den Kanal, gerne auch mit Glöckchen, dann kriegt ihr es auch mit, wenn ich was hochlade. Und ich freue mich auch immer sehr über Likes, das hilft tatsächlich mir sehr auf YouTube. Und ansonsten kann ich nur noch sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal bei Bierzeit. Ja, hübsch, gell? Funktioniert quasi fast wie ein Kranz. Whee! Whee!